So, herzlich willkommen bei Shakes and Fidget. Heute mal wieder Montag und damit eine neue Folge. Und wir gucken direkt mal, was wir mit diesem kaputten Schwert anstellen können. Verkaufen anscheinend nur. Macht zumindest mehr Sinn. Gut, dann gucken wir direkt mal, dass wir ins Klo die Sachen hier schmeißen können. Wir haben... Also das ist für mich noch recht neu. Das habe ich erst sehr selten gehabt. 10 Treibsanduhren gleichzeitig. Sehr geil, sage ich nur mal. Und da ist nochmal eine einzelne. Wow. Also, wow. Ja. So, das kann ich nicht gebrauchen. Gucken wir mal. Jetzt können wir das nächste angehen. Und zwar mal kurz die Pets füttern. Ich habe nämlich, das ist nämlich auch noch was sehr Geiles. Ich habe nämlich hier geschafft, durch das epische Event in dem Gebiet endlich dieses Pet zu bekommen. Killrich, sage ich jetzt mal. Es ist wirklich ein selteneres als die anderen, die ich bis jetzt hatte. Also ich habe öfters versucht, das zu kriegen, schon. Der wird mir helfen, hier das aufzudecken und zu bekommen. Und ich habe jetzt, wie ihr seht, ganz viele Zitronen ja schon gesammelt gehabt. Und jetzt kann ich jeden Tag einfach 3 Stück immer reingeben. Dann, ja, etwas mehr sogar als 2 Tage. Also 2 volle Tage. Das sind ja immer 3 Stück, die man täglich geben kann. Das heißt 2 Tage und eine sogar schon mit dabei. Das heißt, auf den 3. Tag kann ich sogar noch geben. Das heißt, der geht schon auf die 20 dann zu. Mit der Stufe, wenn ich die alle drin habe. Und kann den, ja, ich denke mal, ich muss den trotzdem auf 80 oder 90 oder sogar 100 bringen, dass ich den kriege. Aber das wird schon, sieht man ja, ein guter Start. Den wollte ich verkaufen. Einen brauche ich immer so für die Lagerung dafür. So, jetzt aber. Ich brauche Pilze. Bitte, sei gnädig. Glücksrad, gnädig. Na? Ich muss nämlich mir im Stall wieder einen Begleiter kaufen. Oh, geil. So geil, kostet nämlich 25. Und ich kann ihn jetzt verlängern auf 19 Tage. Der war nämlich kurz vorm Ablaufen. Ah, nein, jetzt nicht Flimmerkasten. So, dann gucken wir mal, dass wir jetzt 20 Drehungen hinkriegen. Landet echt überall hier. Aber 13 habe ich auch schon wieder. Sehr schön. So, dann gucken wir mal, was wir alles gut loswerden können hier. Nein. Nicht viel, aber ja. Und das können wir einfach so verkaufen. Charakter. Ja, die laufen noch ein bisschen, die Sachen. Ein bisschen mehr Leben ist nicht schlecht. So, dann Gilde. Dann gucken wir doch mal, ob ich den weiter runterkriege. Oh, 3%, ja gut. Ist jetzt nicht ganz so viel, wie ich erhofft hatte, aber okay. So, dann gucken wir mal, ob wir einen Gegner finden, der einigermaßen schaffbar ist. Oh. Boah, 3 Millionen. Ja, nee, ist klar. Ich weiß, ich gucke immer weiter oben, aber irgendwann hat man auch mal so einen, wo man denkt, so, ja, den können wir mal ausprobieren. Ach, scheiße, der... Ich wollte gerade sagen, eigentlich so, ach du Scheiße, aber gut, das war dann mehr als Glück, meine Lieben. Den hätte ich eigentlich... Bei so viel Leben hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich den schaffe. Seltsam. Aber okay, gut. Ich will nichts dagegen sagen. Alles supi. Ach, der geht mir hier sowas von auf die Nerven. Der Gegner ist sowas von nervig. Yay. Und ich kriege hier immer noch keinen Gegner besiegt. Das ist echt traurig. Da, ganz knapp immer. Verdammte Geist, ehrlich. So, ich baue zurzeit ja die Zeitmaschine aus. Das ist morgen fertig. Ja, das nächste wäre dann erstmal wieder ein paar Seelen sammeln. Über Kämpfen natürlich, zusätzlich. Super, gleich mal verloren.
Und hier ist es in 4 Tagen, 9 Stunden und etwas mehr auch fertig, den Steinbruch. Und dann kann ich das nächste schon bauen, weil Ansammlung an Ressourcen geht hier echt gut. Zurzeit zumindest. Schön die Daumen drücken, damit alles hier wenig geklaut wird. Weil momentan werde ich wieder nicht angegriffen, also kann ich gut alles ansammeln. So. Ich wollte mal gucken, ob ich ein paar nützliche Tränke finde. Habe ich nicht genug. Das ist schlecht. Brauche ich nicht. Der kann getrunken werden. Zack, zack, zack. Das war auch das letzte Mal jetzt. Weil ich wollte mindestens immer 10 noch behalten. Zumindest jetzt im Moment. Falls nämlich irgendwas Interessantes gibt. Was ein bisschen was kostet. Gucken wir hier mal. Nö. Nö, nö, nö. Nö. Den habe ich auch schon 8-mal verbessert. Wie viel kostet das eigentlich, den jetzt nochmal zu verbessern? Ach du Heiliger. Ja, 10.000 mindestens noch, ne? Ja. An Ressourcen, ja. Davon kriegt man ja massig, aber das nicht. Das ist... ja, teuer, teuer, teuer. Ja gut, ich denke, ich habe auch so ziemlich alles. Heute mal wirklich eine kurze Folge. Es ist nämlich nicht gerade so viel passiert, außer dass wir das neue Pad haben. Dafür sogar jede Menge Zitronen schon vorrätig haben. Und das heißt, das haben wir dann auch. Genauso wie hier haben wir dann die beiden soweit. Dann fehlen noch hier 2. Da, oh Gott, noch 3 Stück. Aber gut, der ist schon auf 88. Der dauert nicht mehr lang, bis er vielleicht 1 oder 2 dann aufdecken kann. Bei Wasser fehlt auch nur noch einer. Aber da kriege ich irgendwie zurzeit ganz wenig an den Futter zusetzen, weil das Problem ist, beim Glücksrad kriege ich die sehr selten und wenn, wie ihr seht, Zitronen. Yay. Naja, aber wenigstens etwas. Bei Feuer bin ich schon hier wieder den am Trainieren, obwohl ich das ja eigentlich gar nicht mehr so wirklich brauche. Weil, naja, ihr seht ja, ich habe alle. Die letzte Reihe, aber trotzdem alles. Und hier beim ersten fehlt mir noch die... ach, Mann. Aber naja, das nächste, was wir, glaube ich, kriegen könnten, wäre, glaube ich, hier Weihnachten, ne? Weihnachten? Ne, hier Halloween. Das ist sogar noch früher. Ostern, ja gut. Ja, dauert ein bisschen länger. Silvester, Neujahr, Valentinstag, jo. Oh, 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 oh. Mal wieder was Neues dazu. Sehr schön. Ja, nehmen wir das, das oder... ja, das ist beides besser. Mit 33 Stück. Und eine wiederbekommen. Sehr geil. Was für Glück ich heute wieder habe. 10 Ehre dazu. Sehr cool. Was? Stab? Nee, ist nicht gut. Aber wie viel ist der wert? Joa. Holen wir uns. Gut, aber ich würde jetzt sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.